Riesige Kreuzfahrtschiffe auf der kleinen Ems. Damit die dicken Pötte überhaupt in die Nordsee fahren können, wurde das Flussbett der Ems regelmäßig vergrößert. Die Niederländer planen nun, die Fahrrinnen noch weiter auszubaggern. Dagegen regt sich Protest. Umweltschützern sind solche Maßnahmen ein Dorn im Auge und auch die Krabbenfischer vor Borkum bangen um ihre Fanggründe. Seit 8 Generationen lebt die ostfriesische Familie von Ontje Bruns vom Fischfang. Und der wird zunehmend schwieriger, je öfter die Ems vertieft wird. Diese Ems-Vertiefung ist in meinen Augen nur für die Reedereien oder wer da sonst noch Nutzen hat, von den, dass er große Schiffe fahren lassen kann. Aber man opfert halt hier die Fischerei hier, das ist ganz klar. Das ist nur eine Frage der Zeit. Die niedersächsischen Fischer spüren die Folgen ganz konkret. Wenn die Ems ausgebaggert wird, schädigt das ihr Fanggebiet. Sie müssen dann immer weiter rausfahren ins Wattenmeer, um Krabben zu fischen. Nun soll auch dort gebaggert und verklappt werden. Damit größere Schiffe das Kraftwerk in Emshaven erreichen können, wollen die Holländer einen Teil der Außenems vertiefen. Das Baggergut soll vor Borkum verklappt werden, in ein Naturschutzgebiet. Dagegen wehren sich die Insulaner. Für die Insel ist das nicht gut. Und man muss eben sehen, das ist unser Eiland und da muss man drüber kämpfen. Also auf jeden Fall macht man sich Sorgen, dass hier Sand verklappt wird. Genauso macht man sich Sorgen über das Kohlekraftwerk in Holland und auch um die Vertiefung der Fahrrinne, weil da kommt ja der Sand her. So, und im Sinn der Insel ist es definitiv nicht. Das ist das Problem. Dadurch wird der Strand natürlich verschlickt, ne? Also dreckiger, was immer sehr schön hier war, immer sauber war. Die Nordseeinsel Borkum ist ein beliebtes Ferienziel. 300.000 Touristen kommen pro Jahr. Sie kommen vor allem wegen der weiten, schönen Strände. Doch das könnte sich bald ändern, fürchten viele hier. Borkums Bürgermeister warnt vor einem erheblichen Eingriff in die Natur, sollte hier Baggergut verklappt werden. Das ist relativ nah am Strand und deswegen haben wir natürlich Befürchtungen, dass das auch Folgen für unseren wunderschönen Badestrand haben. Sieht man ja hier, wie begeistert die Menschen das hier annehmen, jetzt schon, zu dieser Jahreszeit. Und das wollen wir natürlich so erhalten, denn das gehört auch zu unserer Lebensgrundlage. Wir verdienen alle unser Geld mit dem Fremdenverkehr. Und da ist unabdingbar eine intakte Natur. Trotzdem haben die Holländer den Antrag an das Land Niedersachsen gestellt und eine Ausnahme beantragt. Hajo Rutenberg von der Bürgerinitiative Rettet die Ems findet deutliche Worte für das Vorhaben des Nachbarlandes. Das Verklappen in einem Naturschutzgebiet, wir reden hier immerhin über das Weltnaturerbe Wattenmeer, das ist ein einzigartiges Gebiet. Und dass dort jetzt Baggergut verklappt werden soll, im Grunde genommen für eine Außenemsvertiefung, die für ein Kohlekraftwerk auf der niederländischen Seite gemacht wird, wo wir schon die Last des Kohlekraftwerkes auf unserer Seite zu tragen haben, das halte ich für vollkommen inakzeptabel. Er hofft, dass die Landesregierung ein Veto einlegt, doch die hält sich bisher noch sehr bedeckt. Jeder Fall ist anders, das muss man ganz klar sagen. Und dieser ist auch ein besonderer. Und von daher dauert auch immer die Prüfung deshalb etwas länger. Da kann man keine Tendenz festhalten. Ende April wird mit einem Ergebnis gerechnet. Sollte Niedersachsen den Antrag der Holländer zustimmen, planen die Borkumer eine Beschwerde bei der EU.